Henry und Beanpol wurden von den freien Menschen nach schwerer Prüfung aufgenommen. Nun werden sie einem harten Training unterzogen, um in die goldene Stadt der Dreibeiner eindringen zu können. Achte auf deine Deckung! Willst du aufhören? Jetzt fange ich ja erst an. Weniger als 50 Sekunden für die letzten 400, bitte. Fritz, los als Schrittmacher. Henry, bleib dicht auf. Nicht schlecht, Henry. Carlo, sehr gut. Wo ist Jean-Paul? Beanpol lässt sich entschuldigen. Er ist aufgehalten im Laboratorium. Er muss trainieren, wie im Plan festgelegt. Er sagt, er tut's nach dem letzten Unterricht, heute Abend. Dann kannst du ihm ausrichten, er hat seine Chance für die Auswahl vertan. Seht also, wenn ihr einen Stein ins Wasser werft, breiten sich Wellen aus vom Punkt des Eintauchens. Was unsere Vorfahren entdeckten, war, dass auch das Licht Wellen macht, genau wie die Wellen im Wasser. Aber der große Unterschied zwischen Wasserwellen und Lichtwellen ist ihre Geschwindigkeit. Wenn ihr einen Stein werft in den schmalsten Teil unseres Sees, dann braucht die erste Welle etwas über 6 Sekunden, ehe sie an der anderen Seite ist. In der gleichen Zeit läuft eine Lichtwelle bis zum Mond und wieder zurück. Sogar 2-mal. Sie bewegt sich in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Nun, unsere Vorfahren haben das einst verstanden. Sie zogen einen bemerkenswerten Nutzen aus dieser Sache. Und darüber erzähle ich euch dann in unserer nächsten Lektion. Ich höre, dein leichtathletisches Training überschneidet sich mit unseren Studien. Ich sitze da so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Nicht aufgeben, Junge. Eine Chance, aus nächster Nähe die Technologie der Dreibeiner zu sehen. Ich wollte meine alten Knochen geben, mir noch eine solche Chance. Wenn der Dreibeiner ankommt, wird der Bauernhof verlassen sein. Das Rauschen des Flusses übertönt unsere Geräusche. Wein doch nicht. Denk doch an die Ehre.
Liebe Freunde, wir sind hier, Dank abzustatten den Dreibeinern, die nun schon wohl über 100 Jahre Frieden und Ruhe in unsere Welt gebracht haben, durch das Wunder der Einweihung, das uns geschenkt wird, wenn wir die Schwelle von der Jugend zum Erwachsensein überschreiten, wird das Böse in uns im Zaum gehalten und alle jugendlichen Gedanken an Rebellion hinweggenommen. Und heute kommt wieder einmal ein Dreibeiner zu uns, das Mysterium zu vollziehen an unserer Tochter Brigitte und unseren Söhnen Philipp und Jakob. Wir danken von Herzen für dieses Geschenk und bitten, dass ihnen hierdurch die Freude lebenslangen Friedens zuteil werde. Ruhig, es wird ja alles gut. Mit ihren eigenen Kindern. Weil dieser Dreibeiner sie in der Gewalt hat durch die Kappe. Julius. Gehen wir ein Stück. Was ich gerne wüsste ist, wir haben doch Waffen, um Dreibeiner zu vernichten. Warum können wir sie nicht benutzen? Wenn wir unseren Kopf durch Wut beherrschen lassen, wie du es vorhin tatest, als du mit Kurt gekämpft hast, verlieren wir die Kontrolle. Aber Henry hat's getan. Er zerstörte einen Dreibeiner. Will, da waren nun freie Menschen in diesen Bergen versteckt, seit nahezu 100 Jahren, die sich einbildeten, dass sie stark genug wären, die Dreibeiner mit jenen Waffen zu schlagen und zu vernichten, die du so bewunderst. Aber die Dreibeiner brauchten nur zu warten und ließen sie überkochen in Wut und Zorn. Ich weiß, dass man auf diese Weise kaum Erfolg haben kann. Wir werden unter meiner Führerschaft versuchen, unseren Köpfen die Herrschaft über unsere Herzen zu überlassen. Was wir jetzt versuchen müssen, ist, die Schwachstellen der Dreibeiner herauszubekommen. Deshalb brauchen wir junge Männer wie dich, die als Champions in die Dreibeinerstadt gelangen, um die Geheimnisse ihrer Macht zu entdecken und uns diese Geheimnisse zurückzubringen. Dann erst können wir planen, sie dort anzugreifen, wo sie am verwundbarsten sind.
sollten uns beeilen. Banditen! Anwenden. Pass auf die anderen auf. Hallo, Beanpole, hast du es geschafft? Oh, hallo. Wie ist es gegangen? Naja, ich bin gesprungen. 7-9? Ja, dann bist du der Beste. Sie müssen dich nehmen. Herr Krull mag mich nicht besonders. Ach, gehen wir was trinken? Ja. Es ist doch völlig egal, was Herr Krull denkt. Ich weiß, wie Julius darüber denkt. Hast du mit ihm gesprochen? Heute Nachmittag. Ich glaube, sie wollen mich nicht schicken. Aber du hast alle Kämpfe gewonnen. Also ich denke, wir gehen alle. Ehrlich. Vorausgesetzt, es geht um die Resultate. Ihr seid alle so gierig drauf, euch umzubringen. Keiner von euch hat doch die goldene Stadt der Dreibeiner bisher gesehen. Nicht von innen, aber... Ist gewaltig. Eine andere Welt. Ihre Macht ist... Also unvorstellbar. Ist jenseits aller Vorstellung. Du hast sie schon gesehen? Oh ja. Und die Dreibeiner sind heute um 20 Jahre mächtiger, als sie damals waren. Was glaubt ihr denn an Wunder? Dass ihr die Mauern eines alten Schlosses erstürmt? Hä? Dass ihr über Befestigungen steigen müsst, um die Kehlen von einem Dutzend Wächtern aufzustellen? Jeder, der geht, wird ganz genau orientiert sein. Da wäre ich nicht so sicher. Als wir aufbrachen für Proviant, kamen wir mit Maultierladungen von Nahrungsmitteln zurück. Was kriegen wir jetzt? Eine magere Kuh und ein paar alte Hennen. Und verlieren dabei einen unserer besten Kämpfer. Was würdest denn du tun, Schenker, wenn du unser Führer wärst? Das ist zu spät. Ein wirklich harter Winter und wir werden alle verhungern. Und das wird das Ende von allem sein. Wenn du keine positiven Vorschläge hast. Positiv? Kleine Jungen in die Stadt zu schicken? Was war denn in den letzten Jahren? Die waren auch tapfer und voller Hoffnung. Wo sind sie jetzt? Soweit die Vorschläge der Kundschafter. Danach ergeben sich drei mögliche Reisewege. Einer am Konstanzer See, einer bei Basel und der dritte durch den Jura. Wir haben erfahrene Führer auf jeder der Routen. Und die Basel-Route würde zum Teil per Schiff gehen? Ja, das ist richtig. Die Erlkönig startet am 29. September nach Koblenz. Der Schiffer ist bereits orientiert. Ausgezeichnet, Kieran, danke. Ich möchte unseren Dank weitergeben an die Erkundungstrupps. Saubere, hervorragende Arbeit wurde da geleistet. Hat noch jemand irgendwelche Fragen? Henry? Während unserer Erkundung entdeckten wir, wie Dreibeiner hoch im Gebirge übten. Ganz zweifellos eine Angriffsübung gegen uns. Ich meine, hier etwa haben sie einen Weg durch die Wälder getrampelt.
Das wäre eine perfekte Gelegenheit, dort mit ein paar Männern eine Falle zu bauen, um einen Dreibeiner zu fangen. Und welche neuen Möglichkeiten würde uns das bringen, glaubst du? Wir würden beweisen, dass sie keine Götter sind, wie die Geweihten glauben. Wir könnten zeigen, dass sie nur Maschinen sind, mit Menschen im Innern. Dann könnten wir mehr von den Geweihten überzeugen, dass sie getäuscht wurden. Ich wünschte, eine Lösung unseres Problems könnte auf diese Weise gefunden werden. Aber die Geschichte der Dreibeiner, wie sie uns überliefert ist und wie wir sie jahrelang versuchten zu erforschen, ist... Nun, ist komplizierter und viel verwirrender, als du denkst. Aber wir haben die alten Städte gesehen. Wir wissen, sie waren fähig, solche Maschinen zu bauen. Das waren sie in der Tat. Kieran, bitte erkläre Henry die Theorie der künstlichen Intelligenz. Was wir lernten beim Studium der alten Zivilisation ist, dass sie vor 150 Jahren etwa begannen, Maschinen zu bauen, die fähig waren, schneller zu rechnen, als wir es in unseren Köpfen können. Wie einfache mechanische Gehirne. Sie nannten sie Computer. Und sehr schnell schon wurden diese Maschinen mehr und mehr verfeinert. Eventuell konnten sie durch eine Art Technologie, die sie Biotechnik nannten, Computer auch aus lebenden Geweben wachsen lassen. Nun glichen sie nicht mehr nur menschlichen Hirnen in der Form, sondern sie begannen ihnen überlegen zu sein. Was wir glauben, dass dann passierte, ist, dass die künstlichen Intelligenzen unzufrieden wurden mit dem unlogischen Verhalten und der Gewalttätigkeit ihrer menschlichen Schöpfer. Sie fingen an, sich geheim untereinander zu verständigen. Und als die Vorfahren gerade einen neuen Krieg begannen, erfanden die Gehirne die Dreibeiner und kreierten den Einweihungsprozess, um unseren Vorfahren die Macht zu nehmen, sich selbst zu vernichten. Was wir zu tun haben, ist die Kontrolle über unser persönliches Verhängnis zurückzugewinnen, das unsere Vorfahren durch ihre eigene Dummheit heraufbeschworen haben. Freie Freunde, dieses Mal findet statt zu Ehren der Wahl unserer Kandidaten für die Spiele. Aber zuerst in Trauer versichern wir an unserer tiefen Anteilnahme, deren Bruder Pierre sein eigenes Leben geopfert hat, um anderen zu helfen. Pierres Verlust ist für unsere Gemeinschaft sehr hart. Und wir alle wenden unsere Sympathien an zu, in ihrem persönlichen Schmerz. Aber Pierres Tod unterstreicht den Ernst der Angelegenheit, die wir hier zusammen zu vollziehen haben. Die 6 jungen Menschen, erwählt als Teilnehmer an den Spielen, werden sich dem gleichen Risiko wie Pierre gegenübersehen. Aber die Zukunft von uns allen, in der Tat die Zukunft der menschlichen Freiheit, liegt in ihren Händen. Also dann. Fritz Eger! Julius? Wir haben dich ausgesucht, für die 100 und 200 Meter zu starten. Maria Sagan! Maria, wir haben dich für das Speerwerfen ausgewählt. Gianni Minotti, wir können sagen, dass du dich selbst gewählt hast für die 3000 Meter. Jean-Paul Delier, besser bekannt als Beanpole, du wurdest für den Weitsprung ausgesucht. Gerhard, du startest für die 400 Meter.
bevor ich zum letzten Namen komme, habe ich sehr zu kämpfen gegen, wie ich weiß, eine Flut von Enttäuschung von einem, der so hart trainiert hat und dessen sportliche Leistungen so großartig waren, dass er annehmen durfte, die Wahl würde sicher auf ihn fallen. Henry Parker, deine Einfälle für neue Taktiken beim Kampf gegen die Dreibeiner weisen dir eine Schlüsselrolle in der lebenswichtigen Verteidigung unserer Festung zu. Nach langen Überlegungen haben wir entschieden, dich hier zu behalten. Alle unsere Kenntnisse und unser Wissen wären völlig wertlos, falls wir, wenn deine Freunde von der Goldenen Stadt zurückgekehrt sind, nicht mehr hier anwesend wären. Wirst du das akzeptieren, ja? Ja, das tue ich. Nun am Ende komme ich denn zum letzten Athleten, der ausgewählt wurde. In der Sparte Leichtgewicht beim Boxen werden wir vertreten durch Will Parker. Lasst uns bitte trinken, indem wir unsere Gläser heben, auf den Erfolg unserer Champions, bei den Spielen und bei der hohen Aufgabe, uns die Geheimnisse der Stadt der Dreibeiner heimzubringen. Auf die Spiele! Auf die Spiele! Ich war so sicher, dass du mitkommst. Ist es schlimm für dich? Na klar ist das schlimm. Aber ich respektiere die Entscheidung. Danke, Henry. Du hast Eloise drin in der Stadt. Julius weiß das. Ein großer Anreiz. Ich hoffe, du findest sie. Danke, Henry. Das macht es mir viel leichter, dass du dich nicht ärgerst. Ich ärgere mich wahnsinnig. Was will der denn da sehen? Oh. Er macht eine Sternenkarte, falls wir uns verlaufen. Jeder in der Welt kennt den Weg zur Goldenen Stadt. Das versuch mal ihm zu erzählen. Sei unbesorgt. Die Haare wachsen später umso besser. Mark und Henry bilden die Begleitung für das dritte Paar, Will und Fritz. Ihr nehmt die Route durch den alten Hafen von Basel. Dort findet ihr am Fluss das Lastschiff Erlkönig. Der Name des Kapitäns ist Ulf. Die Erlkönig bringt euch flussabwärts in die Nähe der Spiele. Das Stadion ist zwischen Koblenz und der Goldenen Stadt. Wenn ihr eure Übung gewinnt, dann bringen euch die Dreibeiner selbst in ihre Stadt. Will und Beanpole wurden ausgewählt, an den Wettkämpfen teilzunehmen, deren Sieger zum Dienst in die Stadt der Dreibeiner dürfen. Sie sollen dort auskundschaften, wo die dreibeinigen Herren angreifbar sind. Aber noch steht ihnen ein hindernisreicher Weg bevor. Was geht euch das an? Beanpoles Gruppe. Die müssen verrückt sein. Im offenen Gelände sowas. Aber wo ist Beanpole? Im Wald, denke ich mir. Du weißt, dass die Gegend voller Dreibeiner ist. Thank you.
kommst durch die Bäume. Sag ich doch. Beanpole finden! Beanpole! Beanpole! Es wird besser sein, wenn Beanpole mit euch beiden reist. Auch wenn es dem Bootsführer nicht schmeckt. Was für einer ist er denn? Ulf ist ein aufbrausender Bursche. Aber es ist sein Boot und er kennt den Fluss und die schwarzen Garden. Also tut ihr, was er sagt. Ihr werdet den Fluss bei Tageslicht sehen. Folgt dem Fluss abwärts. Dann kommt ihr in die Altstadt von Basel. Im Hafen findet ihr dann die Erlkönig. Komm, Henry. Wir müssen unseren Posten bis zur Dämmerung beziehen, um die Manöver der Dreibeine zu beobachten. Viel Glück. Mach's gut, Will. So erleben wir also die Teilung der Parkas, ja? Also, leb wohl, Fritz. Leb wohl. Leb wohl. Alles Gute. Dir auch. Mach's gut. Stell dir vor, was das für ein Fluss gewesen sein muss, bevor die Dreibeiner kamen. Hunderte von Booten fuhren da auf und ab. Jeden Tag. Von hier aus reisen wir am Tag. Ganz genau wie offizielle Athleten auf dem Weg zu ihren Spielen. Wir müssen uns daran gewöhnen, genauso normal wie die Geweihten zu leben. Normal. Wir gehen los. Wir sind ein Zwei-Mann-Boot. Ein extra Mann ist gerade genug. Der könnte ein Lehrling sein, aber jeder mehr erregt Aufsehen. Und das will ich keineswegs. Also wenn wir abgelegt haben und außer Sicht der Schwarzen Garden sind, löst ihr euch ab, um auf Deck zu arbeiten. Und wenn ich sage arbeiten, meine ich arbeiten. Wie?
Und die anderen beiden müssen unbedingt unten bleiben und auf keinen Fall raufkommen. Ist das klar? Ja, Captain. Hm? Ja, Chef. Gut. So. Und wer hier nicht spurt, der fliegt unweigerlich raus. Ist das klar? Seine Frau. Aber sie ist krank. Das klingt, als läge sie im Sterben. Die Kappe soll doch vor aller Krankheit schützen. Ist das denn bei ihr nicht so? Aber sie ist nicht geweiht, verstehst du? Genau das, und wir auch nicht. Was bedeutet, wir können uns jederzeit anstecken. Ist sie sehr krank? Sie hat die Pest. Und wie ist sie behandelt worden? Wenn sie zu einem Doktor geht, dann überprüft er doch erstmal ihre Kappe. Und wenn sie finden, dass sie falsch ist, werden die Dreibeiner sie weihen. Dabei das Geheimnis unseres Netzes aufdecken. Das ist, was der Captain befürchtet. Er hätte uns nicht an Bord lassen dürfen. Halt die Klappe, Fritz. Das gefährdet unsere Mission. Wir sollten sofort abhauen. Und wie kommen wir zu den Wettspielen zu Fuß? Vielleicht können wir ihre Hilfe. Und riskieren eine Infektion. Sie ist eine von uns, Mann. Wenn sie Hilfe braucht, die wir geben können, so ist das vielleicht ein kleiner Dank von uns, dass sie ihre Leben dafür einsetzen, um uns zu den Spielen zu bringen. In Württemberg finde ich jemanden, der dir helfen kann. Bitte lass mich nicht einschlafen. Ich muss es durchstehen. Aber für diesen Kampf brauchst du Kraft. Du musst dich ausruhen. Ist eine Kleinigkeit. Und trink. Und wenn's möglich ist, dann bitte schlaf. Es ist nicht möglich. Ich weiß. Ich weiß. Ich wurde letztes Jahr auch für die Spiele trainiert. Oh, welche Sparte? Speerwurf. Aber ich wurde nicht gewählt. Dann hast du also auch in den Bergen gelebt? Ja. Aber nach der Ausscheidung schickten sie mich her als Mitglied des Netzes. Ebenso wie Ulf und auch Petra. Sie lernten sich in den Weißen Bergen kennen. Wir müssen Ulf holen. Das Problem mit dir ist, du hast keine Disziplin in jeder Weise. Du bist unüberlegt und gefährlich. Geh mir aus dem Weg. Scheinst nicht zu begreifen, um was es hier eigentlich geht. Du hast keine Ahnung von der Aufgabe, die uns Julius anvertraut hat. Jetzt geh mir aus dem Weg. Nein. Du Hund, hier werde ich sagen. Hör auf. Lass mich los. Lass den Weg. Moritz, wir verlieren Kraft. Wo ist der andere Junge? Nimm den Bootshaken und halte dich bereit. Alle Mann an Deck. Aufpassen! Ja, dann liegt es nicht, Moritz. Wir haben zu viel da. Verschwinde da, Junge! Moritz, was machst du da? Bitte, Captain, der versteht mehr davon als ich. Die Maschine bringt nichts! We'll be right back.
Verstehst was von dem ulkigen Ding, ha? Ein bisschen, Chef. Dann wirst du es für den Rest der Reise diesem Einfallspinsel erklären. Der weiß gar nichts. Uns nicht weg. Wir haben miteinander darüber gesprochen. Beanbore, der weiß auch alles über den Körper. Hm? Ein bisschen, Chef. Er interessiert sich für alle Wissenschaften, wie es die Vorfahren nannten. Ich glaube, soweit ich es verstehe, sie haben wirklich gar nichts zu befürchten. Komm. Ihre Frau. Wie lange ist sie schon krank? Mit Schmerzen und Fieber zusammen? Mehr als 10 Tage. Und die Schmerzen breiten sich aus? Mhm. Aber Sie haben keine Symptome an sich selbst. Keine Halsschmerzen, Temperatur? Nein. Nur Erschöpfung. Bitte erlauben Sie mir, sie zu untersuchen. Nein, absolut nein. Aber 10 Tage schon. Wenn es die Pest wäre, spätestens jetzt zeigt es. Es könnte Impetigo sein mit dem hohen Fieber. Wenn es das ist, gibt es Kräuter und Beeren, die wir besorgen können. In Württemberg ist ein Apotheker. Ich hoffe, ich kann den bestechen für ein paar Schmerzmittel. Kommt, Jungs, ihr meint es gut. Aber Petra, für die bin ich verantwortlich. Maschine, stopp! Oh, fantastisch, vraiment fantastique. Und sieh dir das hier an. Schau, das ist das Werk deiner Vorfahren. Muss mehr als 150 Jahre alt sein. Wird nicht die ganze Zeit so gebraucht worden sein. Aber das ist eine solide Arbeit. Verstehst du, wie es funktioniert? Das Prinzip habe ich schon verstanden. Aber die Einzelheiten. Jungs, ich gehe jetzt einkaufen. Ich bin spätestens mittags zurück. Die Württemberger sind sehr misstrauisch gegenüber Fremden aus dem Süden und erpicht darauf, die Gebote der Dreibeiner zu befolgen. Fritz darf an Deck sein als offizieller Lehrling. Aber ihr zwei müsst unsichtbar unter Deck bleiben, bis wir ablegen. Habt ihr verstanden? Ja, Schill. Ja, ja. Das ist gefährlich genug, was ich zu tun habe. Erlkönig! Ist jemand an Bord? Psst. Bleib ganz ruhig. Sollen die schwarzen Garden hier runterkommen, du Narr? Schwarze Garde. Wir haben eine Fracht Uhren von Basel nach Köln. Der Name des Käpt'ns ist Ulf Reinhardt. Schick ihn zum Bericht in mein Büro. Er wird sicher nicht lange fort sein, Herr. Ich erwarte ihn. Du darfst nicht hier drin sein. Und auch keineswegs die Dreibeiner. Ulf hat mir von euch erzählt. Ihr seid aus England. Ich ja. Jean-Paul ist aus Frankreich. Können wir irgendwas für Sie tun? Nein. Nichts, danke. Ihr müsst jetzt gehen. Tut mir leid. Wenn ich aufwache, weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Madame, bitte. Darf ich mir Ihre Hand anschauen? Nein, du darfst mich nicht anschauen. Ich weiß da ein wenig. Wenn ein Doktor seinen Patienten nicht berühren darf, wie soll dann die Heilung beginnen? Meinst du, das hier ist gut? Ah, ganz prima. Ausgezeichnet, Will. Nichts von Ulf zu sehen? Nein, Fritz meint, er ist in Schwierigkeiten.
Ich fürchte ja. Nichts ist Arnika gegen ihre Schmerzen. Schön aus. Aber Sie werden es tun. Das werde ich. Danke. Euch allen beiden. Wir sollten gehen und ihn suchen. Es ist bereits Nachmittag. Wenn er in einer Stunde nicht zurück ist, übernehme ich das Kommando. Was? Unser Auftrag von Julius ist, die Spiele zu gewinnen und in die Stadt der Dreibeiner zu kommen. Ulf ist ebenfalls an diesen Auftrag gebunden. Ich werde nicht zulassen, dass sich uns dabei irgendwas in den Weg stellt. Denkst du auch so? Ich bin gewöhnt, Befehle zu befolgen. Und ich lasse es nicht zu, dass das noch länger verzögert wird. Kann das sein Ernst sein? Es war mir nie ernster in meinem Leben. Dann hast du sie nicht alle halt beisammen. Halt dich zurück! Hör zu, anstatt euch an die Kehle zu gehen, sollten wir lieber rauskriegen, was mit Ulf los ist. Gib uns eine Stunde. Es ist schließlich besser für uns alle, wenn wir zusammengehen. Begreifst du das denn nicht? Nach meinem Verständnis vergeht ihr euch jetzt an unserer Mission. Julius wäre da anderer Meinung. Wenn ihr das Boot verlasst, ist das allein eure Sache. Falls ihr bis zur Dämmerung nicht zurück seid, fahre ich ohne euch ab. Was hat denn der Junge getan? Er wurde schuldig gesprochen, weil er gestern zwei Äpfel gestohlen hat. Und er muss da unten im Loch bleiben für 7 Tage. Gesellschaft nicht gut genug für dich, Junge? Ich suche jemand. Aha. Sind alles nette Leute hier, ja? Dann bist du wohl ein Fremder, habe ich recht? Bin von Tirol. Ah, das dachte ich schon. Und auf dem Weg bei den Spielen wieder zu betrügen, ja? Habe ich recht, hä? Heinrich! Dies ist Heinrich Trautwein. Dies ist der Bursche, der der Champion der Spiele letztes Jahr sein sollte. Bis er im letzten Kampf umgelegt wurde durch einen Tiefschlag von einem Tiroler. Vielleicht möchtest du diese Schande wieder gut machen und trinkst auf die Gesundheit von unserem Heinrich Trautwein, den ungekrönten König der Spiele. Heinrich Trautwein! Trink! 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 Trink!
Bist du ein fairer Kämpfer? Wir sind hier in Württemberg. Wir wollen hier fair kämpfen. Das werden wir doch gleich mal sehen. Wo sind die anderen? Wir wollten nach dir suchen. Was? Ich habe ihnen gesagt, wir fahren ohne sie, wenn sie bis zur Dämmerung nicht wieder da sind. Das also hast du gesagt? Genau das. Und ich bestehe drauf, dass wir es tun. Du glaubst, du bist jetzt der Captain, was? Dreckiges Tiroler Schwein! Wäre besser, du wärst nicht aufgewacht. Am besten, man weiß nicht, was noch kommt. Was? Die Schwarzen Garden halten es für ihren Sport, am Morgen jeden zu steinigen, den sie hier drin finden. Will Parker und Beanpool sind auf dem Weg zu den Wettspielen, deren Sieger in die goldene Stadt der Dreibeiner kommen. Auf der Suche nach dem Captain des Rheinbootes, mit dem die beiden fahren, gerät Will in eine Schlägerei und wacht in einem tiefen Schacht auf. Geht's besser? Das ist Beanpools Kräutermedizin. Sie beginnt zu wirken. Und das Fieber? Das ist runter, habe ich recht? Ulf, ich bin zum ersten Mal aufgewacht und fühlte mich entschieden besser. Will und Beanpool sind nicht zurückgekommen. Ich habe gesucht die ganze Nacht. Alles, was ich erfuhr, ist eine Rauferei, in die ein Junge verwickelt war, der Will gewesen sein könnte. Wenn sie ihn eingesperrt haben, ist es nur eine Frage der Zeit, dass die Garden kommen und unser Boot durchsuchen. Beanpool käme nie ohne seinen Freund zurück. Nein. Ich muss ohne sie abfahren, Petra. Ulf! Ich habe keine andere Wahl. Wenn Will und Beanpool gefasst werden, wird man sie weinen. Und wer weiß, was sie dann über uns aussagen. Ich bin der Anlass für das alles. Es ist nicht zu Ende. Ich bin dankbar für das, was sie für dich taten. Aber so wenig ich ihn mag, fürchte ich, Fritz ist in Ordnung. Tatsächlich ist er der einzige Überlebende. Und wir müssen seine Chance erhalten, in die Stadt der Dreibeiner zu gelangen. Will! Will! Beanpool! Du kommst mir nach, klar? Wir müssen sofort abhauen. Der Junge, komm, komm. Jetzt versuch's. Viel Glück.
Die Tore zu! Sichert die Stadt! Sie! Halten Sie auf! Ich muss geglaubt haben, sie hätten uns eingesperrt. Vielleicht wartet er an der nächsten Anlegestelle auf uns. Nicht, wenn Fritz es verhindert. Am besten, wir gehen los. Wenn wir noch so schnell gehen, brauchen wir immerhin 5 Tage bis zum Stadion. Wir müssen etwas Besseres finden. Schau! Sie haben nicht gewartet. Jedenfalls, es sieht freundlicher aus als Württemberg. Ich sehe mal nach, was da los ist. Wir können nicht lange bleiben. Woher seid denn ihr gekommen? Wir sind Athleten, auf dem Weg zu den Spielen. Da drin? Wir verloren unser Boot bereits in Württemberg. Wir blieben länger an Land, als wir sollten. Und der Kapitän fuhr ohne uns los. Ein Boot kam in der Früh vorbei. Geht's euch nicht gut? Doch, alles in Ordnung, aber sehr hungrig. Habt ihr ein Fest hier? Eine Hochzeit, Bürgermeisters Tochter. Da kommen wir ja wirklich richtig. Ja, ein sehr guter Tag. Dies ist Papagena und ich bin Zerlina. Mein Name ist Will, Willi Sachs. Das ist Jean-Paul. Ganz ehrlich, wir kommen um vor Hunger. Kann man hier irgendwo etwas zu essen bekommen? Im Hotel. Ich bin sicher, Frau Heinitz wäre entzückt. In meinen Augen sind die Spiele ein Symptom unserer Dekadenz. Du brauchst nur 5 oder 6 Meter zu springen und du bist ein Held. Aber wie trainiert ihr denn die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, ha? Wie Geschirrspülen zum Beispiel. Das ist, woran sich der Charakter bildet und entwickelt. Ich habe hier ein ständiges Kommen und Gehen von jungen Leuten, das kann ich euch sagen. Das glaube ich. Das ist dir bereits zu viel, nicht wahr? Frau Heinitz, jede Platte, die ich abtrockne, ist ein weiterer Schritt in der Vertiefung meiner moralischen Entwicklung. Du willst mich doch wohl nicht veralbern, Willi? Wie können Sie sowas von mir denken? Aber ich könnte viel schneller arbeiten, wenn ich eins dieser herrlich duftenden Brötchen im Magen hätte. Wir haben ein Abkommen, Willi. Betrachte das als eine Vorübung zur Selbstbeherrschung. Eines zivilisierten Geistes. Über die primitiven Bedürfnisse des Tieres in dir. Was tust du eigentlich da unten, Beanpole?
Ich habe einen Teelöffel fallen gelassen. Dürfen wir jetzt unser Essen haben, bitte? Wenn das alles getan ist, bleibt immer noch Zeit dazu. Wurde euch nicht gelehrt, das Brot muss verdient werden, dass man arbeiten muss, bevor man essen kann? Wir haben einen guten Tag erwischt, sagt er. Naja, heißt es nicht, Gelegenheiten... Muss man wahrnehmen, dass ich nicht lache. Was für eine alte Hexe, wie? Jeder in dieser Stadt ist heute vergnügt, außer uns. Wir könnten uns was zu essen schnappen und verduften. Ach, nein, haben wir schon mal gemacht. Weißt du noch? Ja, aber ich sterbe vor Hunger. Jungs! Ihr müsst einen Moment eure Arbeit unterbrechen. Da wird Zimmerservice verlangt. Dies hier ist für Zimmer 24, Willi. Und dies hier für 25. Ihr wisst, wie man die Flaschen entkorkt, ja? Ich denke, wir werden das schaffen, Madame. Gut. Aber bitte widersteht der Versuchung, irgendwas anzurühren. Jedes Gedeck ist besonders bestellt. Wie soll ich ein Bankett für den Nachmittag herrichten, wenn alle Gäste ständig mit Sonderwünschen kommen? Ich weiß es nicht. Oh, bitte kommt so schnell zurück, wie ihr noch könnt. Ihr hattet doch Hunger, ja? Fantastisch. Aber erst müsst ihr euch dafür bedanken. Es könnte die Hochzeit von meinem Sohn sein. Ach, ich wäre so stolz gewesen, wenn er die Bürgermeistertochter geheiratet hätte. Aber was macht denn Ihr Sohn, Frau Heinitz? Ich hatte nie einen Sohn. Oh, aber Sie haben sicher Töchter. Keine Kinder. Mein Mann war der schwarze Gardist hier. Aber er... Ja, vor 18 Jahren ist er gestorben. Er war ein sehr angesehener Mann. Gar kein Zweifel, sein Sohn hätte die Bürgermeistertochter geheiratet. Stimmt. Aber was ist mit Ihrem Mann passiert, Frau Heinitz? Er war ein sehr geradliniger Mann. Unermüdlich in der Verfolgung von Vaganten und Umstürzlern. Einfach nicht zu übertreffen in seiner Ergebenheit für die Dreibeiner. Es leben die Dreibeiner. Er begrüßte das Ende des moralischen Abstiegs. Von Habsucht und Krieg, die das Leben unserer Vorfahren besudelt hat. Ich bin stolz. Noch stolz, euch sagen zu können, dass er sein Leben für den Dienst der Dreibeiner geopfert hat. Es ist eine Ehre, solchen Mann gekannt zu haben. So ist es. Und es ist sehr schmerzlich zu sehen, wie wenige Anständige das erhalten, was er verdient hätte. Meine Damen und Herren, ich erbitte Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihren Respekt und Anerkennung auf Gastgeber und Gastgeberin lenken. Den Vater und die Mutter der Braut. Herrn Viktor Krammel und Frau Krammel. Meine Damen und Herren, der Vater und die Mutter des Bräutigams nach einem weiten Weg von Württemberg. Wir heißen willkommen Herrn Kommandanten Konrad Götz und Frau Götz. Wo ist denn der andere Kellner hingegangen? Je ne sais pas, Monsieur. In der Küche vielleicht. Ich werde nachsehen. Meine Damen und Herren, und schließlich der Bräutigam und seine liebliche Braut, Herr Johann Götz und seine Frau. Frau Heinitz, bitte, ist Willi hier reingekommen? Ich dachte, er wäre draußen bei dir.
nicht gesagt, dass der Bräutigam aus Württemberg ist. Was macht denn das aus? Es ist noch, Willi ist doch nicht sehr beliebt, dummerweise. Besonders nicht bei Kommandant Götz. Meine Liebe. Kellner. Fein, dass Sie wieder da sind. Ist sie nicht reizend? Wo ist denn Willi? Ich weiß nicht. Aber wo immer er ist, er darf hier nicht von Götz gesehen werden. Freunde, dieses Fest wurde so verschwenderisch vorbereitet zur Ehre der Hochzeit von Johann und Gretel. Möge es auch der höheren Weihe und der Verehrung unserer Herren und Meister würdig sein. Der Dreibeiner. Auf die Dreibeiner! Ohne dass der mich sieht. Es geht um Tod und Leben. Sag Bimbol, ich muss ihn dringend draußen im Vorraum sprechen. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Hm. Mein liebes Kind, ich muss dir sagen, du sahst vorhin in der Kirche einfach bezaubernd aus. Danke. Nein, ernst. Entzückend. Willi sagt, er muss dich dringend sprechen im Vorraum. Entschuldigen Sie, Herr Kommandant. Was gibt's denn, Junge? Es tut mir leid, Sie zu stören, aber er ist ein Bote aus Württemberg. Wegen eines jungen Gefangenen, der entflohen ist. Ich bin nicht im Dienst. Ich habe einen Vertreter zurückgelassen und ich wünsche hier nicht gestört zu werden. Verstehst du? Es bleibt dann kein Privatleben mehr. Ich gehe unter deinen Rock. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, Herr Kommandant. Oh, meine Liebe, kommen Sie bald wieder. Immer machen einem die Leute Schwierigkeiten, selbst wenn man einmal nicht im Dienst ist. Die Pflichten folgen Ihnen sogar bis Bach. Umstürzer. Wir haben einen vor ein paar Tagen erwischt, aber während der Nacht befreit ihn ein Komplize aus dem Loch. Keine Anzeichen von Fremden während der letzten 2-3 Tage hier beobachtet, Krammel? Hm. Frau Heinitz, wir haben ein ernstes Problem, Willi und ich, wenn ich es Ihnen erklären dürfte. Der junge Tiroler versuchte, sich als Teilnehmer an den Spielen auszugeben. Wir haben keine genaue Beschreibung von seinem Komplizen. Waren wir lange in Württemberg? Kein Umstürzler bleibt lang in Württemberg, Krammel. Und wenn die Sicherheitsorgane in den Nachbarstädten und Dörfern aufpassten, wäre das Problem bald ein für alle Mal erledigt. Aber trotz ständiger, unfairer Einmischung von Götz hat Willi ihn eiskalt niedergeschlagen. Willi schlug Heinrich Trautwein? Kennst du den? Der ist dort hergekommen, zusammen mit Johann. Götz mag dem guten Namen der Garden keine Ehre machen, aber nichtsdestoweniger... Aber er hat einen unschuldigen Athleten angegriffen. Und ist das auch wahr, was du sagst? Im Namen der Dreibeiner, Frau Heinitz, verspreche ich Ihnen... Wir wollen sehen, was man tun kann. Also, wo ist Willi jetzt? Aber müsst ihr denn so schnell weg? Zerlina, danke für alle deine Hilfe. Du warst bezaubernd, aber wir müssen weiter zu den Spielen. Aber wie wollt ihr das rechtzeitig schaffen? Wir werden unser kleines Boot nehmen müssen. Die Spiele beginnen morgen. Es hängt alles davon ab, dass wir bis dahin dort sind. Das schafft ihr niemals. Wir versuchen's. Was, Umstürzler? Sie sind aus dem Loch entkommen. Und ich habe ihre Geschichte geglaubt. Wenn sie nicht sauber geweiht wurden, werden sie natürlich lügen und betrügen. Sie schienen mir so jung und unschuldig. Wahrheit oder nicht spielt keine Rolle. Es ist meine Aufgabe, diese beiden Subjekte unverzüglich aufzugreifen. Und wenn es mir gelingt, sie Götz auszuliefern, 2, die unter seiner Obhut gewesen sind. Sie wissen, ich würde Götz niemals einen Gefallen tun. Sie werden doch unserer Stadt nur den Gefallen tun. Dann sag ich's Ihnen. Ich weiß, wo Sie sind. Ich verschließe das Zimmer und bringe Ihnen den Schlüssel. Welch einen Höhepunkt wird unser Fest dadurch erklimmen? Aha, Krammel,
Wo ist denn unsere reizende kleine Brautjungfer hin? Das Kleid, was sie trug, war ungewöhnlich herausfordernd. Sie wird gleich wieder da sein. Schnellstens. Aha. Ich mag für Götz nichts übrig haben. Aber das Letzte, was ich ertrage, sind Leute, die den Gesetzen der Dreibeiner nicht gehorchen und der Autorität der Schwarzen Garden. Wir haben's doch erklärt, er verleumdet mich. Ich kenne jetzt die ganze Geschichte. Dass ihr euch als Athleten durchschlagt, wie hier bei uns, aber in Wirklichkeit seid ihr... Wer hat Ihnen das gesagt? Seine Ehren, der Bürgermeister, weiß alles über euch. Aber bitte, Frau Heinz. Sarlina, runter zum Empfang. Die beiden hier kommen hinter Schloss und Regel. Sie glauben nun also die Geschichte, die der Kommandant erzählt. Was ist denn passiert, dass Sie plötzlich dem glauben, was er sagt? Wo die Jungs noch nichts anderes wünschen, als den Dreibeinern in ihrer Stadt ich zu dienen? Ich befehle dir, runter! Frau Heinitz, ich bin erschüttert, dass Sie uns auf diese Weise misstrauen. Wenn er es wüsste, wäre er längst hergekommen. Nun, ich denke, er hat die Geschichte erzählt und der Bürgermeister hat sich zusammengereimt, wir wären die Umstürzler. Also nach der Beschreibung? Aber da wird außerdem behauptet, eure Kappen wären nicht in Ordnung. Der Bürgermeister will Götz übertrumpfen. Meine Idee ist, die Dreibeiner zur Entscheidung anzurufen. Frau Heinitz, ich bitte Sie. Wir haben hart trainiert für diese Spiele. Ein ganzes Jahr über haben wir unser Leben aufgegeben, um geistig und körperlich fit zu werden. Für ein einziges Ziel allein. Bei den Spielen als die Allerbesten abzuschneiden. Für die Chance, den Dreibeinern in der goldenen Stadt zu dienen. Bitte, dieser Herr Götz bringt uns in Gefahr, zu spät zu kommen. Ich bitte Sie, tun Sie, was Sie versprachen und helfen Sie uns weiter. Wir sind es, die die Wahrheit sagen. Götz ist es, der lügt. Papagena. Ja, meine Liebe. Wo waren Sie denn? Ich bitte um Entschuldigung, Herr Kommandant. Wissen Sie, dass Sie das Beste von diesem herrlichen Essen versäumt haben? Oh, aber das Beste wird jetzt kommen. Wirklich? Das ist der Hochzeitskuchen. Frau Heinitz hat sich selbst übertroffen. Meine Damen und Herren, die Hochzeitstorte. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, Herr Kramm. Im Hinblick auf das Fest, Frau Heinitz, ist alles wundervoll, aber... Vorsicht, ihr ungeschickten Tölpel! Die Braut wird ganz schön sauer sein, wenn ihre Truhen im Fluss schwimmen. Meine Damen und Herren, das glückliche Paar wird nun abreisen. Wo sind die Jungen? Die sind gut verpackt. Bist du sicher, Frau Heinitz übergibt sie nicht an Götz? Warum hat sie sie noch nicht gehen lassen? Jedenfalls werden sie es nicht rechtzeitig bis zum Beginn der Spiele schaffen. Ich wäre gern mit ihnen gegangen. Ich auch. Sehr schnellen, denke ich. Wie man sieht, geht's flussabwärts. Danke, Frau Heinitz. Leben Sie wohl. Danke. Schade, dass wir die Mädchen nicht mehr gesehen haben. Oh ja, die waren wundervoll. Überraschung.
Nach einer stets von der Gefahr des Entdecktwerdens überschatteten Reise, den Rhein abwärts, treffen Will und Beanpole im letzten Augenblick bei den jährlichen Wettkämpfen in der Nähe von Koblenz ein, deren Sieger in die goldene Stadt gehen, um den Dreibeinern zu dienen. Behördenvertreter, kampfbereite Athleten und Zuschauer, alle sind wir ergebene Diener der Dreibeiner. Lasst mich sagen, willkommen zu den jährlichen Wettspielen. Und darf ich euch alle bitten, ein respektvolles Schweigen bei der Ankunft jener zu bewahren, zu deren Ehren wir diese Spiele abhalten. Unsere Meister, die Dreibeiner. Es ist der Preis, den Dreibeinern in ihrer sagenhaften Stadt aus Gold zu dienen. So, ihr Meister, darf ich nun zu euch emporrufen. Erweist uns die Ehre der Eröffnung dieser Spiele, die wir abhalten, euch zu ehren. Seid ihr schließlich doch noch da? Ja, ohne deine Hilfe. Und du hast die ganze Reise mit Ulf gemacht? Ja. Ah, und Petra? Sie hat sich erholt und war dankbar für eure Hilfe. Gut also, dass wir nicht zuließen, dass du sie in den Fluss geworfen hättest. Ich habe euren Namen nicht gesehen. Habt ihr euch nicht gemeldet, als ihr ankamt? Wo müssen wir das tun? Im Sekretariatszelt. Die Listen werden geschlossen. Ihr müsst euch beeilen. Entschuldigt mich, ich muss mich für meinen ersten Lauf vorbereiten. Ganz reizend. Gerechtes Schwein. Komm, wir müssen uns einschreiben lassen. Gut, aber was macht ihr? Wir passen schon auf uns selbst auf. Geht nur schnell, wir sehen uns dann später. In Ordnung. Viel Glück für euch beide. Was ist denn mit Fritz, hä? Also manchmal denke ich, der wäre ein echt guter schwarzer Gardist. Dem hätte ganz gefallen, meinst du nicht? Ach, eine gute Nachricht über Petra. Hat ihm beinahe nicht gefallen, schien mir. Was mag Maria und Gianni passiert sein? Möglich, möglich, dass wir die Dreibeiner erwischt haben. Genau wie Kathi. Los, komm, ich habe mich noch nicht aufgewärmt. Richtig springst, hast du jede Chance zu gewinnen. Mhm.
gefällt uns nicht, euer Fritz, wisst ihr? Uns gefällt er auch nicht gerade. Für den ist alles Disziplin und Pflichterfüllung. Er kann nicht begreifen, dass Erfolg auch leicht sein kann. Und dass es Spaß macht, wenn man ihn anstrebt. Er sieht sehr gut aus. 200 Meter ist seine Stärke. Von uns allen hat er die größte Chance zu gewinnen. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Auf eure Plätze! Fertig! Der ist so voll von Disziplin, dass sich sein ganzer Körper verkrampft. Schade wegen der 200. Bist du in Ordnung? Es ist alles ganz perfekt, aber danke. Also, was ist dann passiert? Ich war nicht gut genug. Aber normalerweise hättest du es geschafft. Es sah mir aus, als ob du es beabsichtigt hättest. Das ist eine Unterstellung, denke ich. Ich mache eine Meldung an die Dreibeiner. Es ist gefährlich, dass ihr diese Mädchen dabei habt. Sie könnten was mitkriegen. Ihr ganzes Benehmen erregt Aufsehen. Und das bringt uns in Gefahr. Du bist eifersüchtig. Hör zu, was nützt es, die Welt von den Dreibeinern zu erlösen aus Gründen der Menschlichkeit, wenn du selbst keine besitzt, Will? Nein, jetzt soll er es hören. Du hattest kein Gefühl für Ulfs Frau, als sie krank war. Und kaum war er weg, um Medizin für sie zu kaufen, wolltest du, dass wir hinter seinem Rücken abhauen. Und ich bin überzeugt, dass du als Erster den Anker lichten würdest, wenn ich mal irgendwo im Dreck sitze. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Und das hast du wohl auf der Bahn vergessen. Ich weiß, was ich schaffen will. Und ich weiß, wie ich es schaffe. Ich muss mehr tun, um zu gewinnen. Komm los, Willi! Gib's ihm! Gib's ihm! Leg ihn um! Der Gewinner in der blauen Ecke, Willi Sachs. Zwei von uns im Finale. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Du warst großartig. Danke. Aber sieh mal, was der mit deinem Gesicht gemacht hat. Nein, aber... Ich fand, du warst sehr gut, ehrlich. Aber beinahe nicht gut genug. In diesem Trainingslager, wo du all das gelernt hast, die waren wirklich gut. Und haben uns ganz schön geschlaucht. Die 100 Meter, die letzte Chance für Fritz, komm. Also bist du nun im Finale, ja? Dank eurer Unterstützung. Aber wenn du die Meisterschaft gewinnst, werde ich dich nicht wiedersehen. Ich weiß, es ist eine Ehre, den Dreibeinern in ihrer Stadt zu dienen, aber... Ich werde dich vermissen, Willi. Ich habe sie mir angeschaut. Sie ist wirklich hübsch. Wenn du in die Stadt gehst, wirst du auch sie nicht wiedersehen. Ich denke, wir gehen jetzt zum Lauf von Fritz. Außer sie wäre schon dort. Fritz, ich weiß um die Abneigung zwischen dir und Willi. Aber die Stadt ist wichtiger. Wir brauchen dich da. Wir wollen, dass du gewinnst und ich weiß, du kannst es. Bitte, sei nicht so ärgerlich, dass du dir dadurch nur selbst schadest. Hat er gewonnen? Gut. Was ich nicht verstehe, ist, warum ist es so wichtig, dass ihr alle drei Sieger werdet?
Jeder will hier doch Sieger werden. Aber ihr drei wollt zusammen siegen, auch wenn ihr Fritz eigentlich nicht leiden könnt. Fritz, komm! Los, los! Er ist dabei. Glaubst du, dass die Weihe manche Menschen den Dreibeinern ergebener macht als andere? Ich weiß nicht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber ich habe es. Und ich weiß, ich sollte es nicht sagen, aber ich finde all diese religiöse Verehrung echt langweilig. Was meinst du? Naja, verschiedene Leute denken über die Dreibeiner auf verschiedene Weise. Ja, das ist es ja. Ich meine, nimm deinen Freund Fritz. Er ist nicht mein Freund. Na, was er auch immer sein sollte. Ich wette, er steht nachts am Fuß seines Bettes und am anderen Morgen salutiert er den Dreibeinern, bevor er sich gewaschen hat. Oh ja, er ist ein echter Disziplinfritze, unser Fritz. Aber du machst doch so etwas nicht. Nein. Ich würde nach all dem gerne Kleinigkeit essen. Du bist ständig hungrig. Schau mal, Papagena und Beanpole. Sie scheinen sich sehr zu mögen. Genau. Was werden die beiden fühlen, wenn er die Meisterschaft gewinnt? Salina. Oder erwartet ihn in der Stadt auch ein anderes Mädchen? Will, wir müssen reden. Es ist sehr wichtig. Entschuldige bitte. Jean-Paul? Bitte entschuldigen. Es dauert nicht lange. Konntest du hören, was sie vorhaben? Er ist wundervoll, der Jean-Paul. Genau wie man es erwartet von den Franzosen. Ja, also ich versuche, das Beste draus zu machen. Tut mir leid, aber etwas äußerst Wichtiges hat sich ergeben. Was soll denn das heißen? Wir müssen leider gehen. Ja, was? Oh, das ist ja wirklich großartig. Was denkt ihr denn, was wir jetzt tun? Die ganze Nacht unsere Daumen in diesem Zelt drehen? Selina, es tut mir ehrlich leid. Bemüht euch nur nicht um uns. Wir passen schon auf uns selbst auf. Beanpole. Wir bleiben ja nicht lange. Das hättest du uns auch früher sagen können. Ich hab's gerade erst entdeckt. Gestört habe. Aber ich dachte, es ist wichtig, wenn wir es uns zuerst von draußen ansehen. Warum haben Sie sie über den Fluss angelegt? Vielleicht, weil Sie Wasser brauchen. Und wie machen Sie solches Licht? Elektrizität? Beanpole? Möglich, ja. Wir haben das zerstörte Paris gesehen. Sich vorzustellen, dass das so ähnlich war. Das ist eine lebendige Stadt. Morgen, wenn wir Glück haben, erhalten wir die ersten Antworten. Die Alten haben schon merkwürdige Häuser gebaut. Ach, der ist überdreht wegen der Meisterschaft. Warum hält er da nicht seinen Schönheitsschlaf? Oh Mann. Was ist denn los? Ich hab mir den Knöchel verstaucht. Ich hoffe, du... Das darfst du nicht mal denken.
Oh, das tut mir so leid. Schon in Ordnung. Hätte ihr auch leicht beim Tanzen geschehen können. Heute ist der Tag der Meisterschaft. Und noch einmal bitte ich euch, freut euch mit mir, dass wir nun die Besten der Spiele darbringen als Diener der Dreibeiner. Erstes Ereignis des Morgens ist das Finale der Sprinter. Beginnend mit dem 100-Meter-Lauf für Männer. Viel Glück. Auf eure Plätze! Fertig! Herzlichen Glückwunsch. Ich habe getan, was ich machen konnte. Du bist einfach ein toller Läufer. Bis dann wollte ich nicht, dass du mich als ernsthaften Konkurrenten ansah. Dem habe ich gewünscht, dass er gewinnt. Armer Bienenkerl. Weitsprung ist dran. Bist du sicher, dass das geht? Ja. Ich kann gar nicht hinschauen. Jedenfalls traut er sich was. In Ruhe. Will, du darfst nicht aufgeben. Gewinnen! Du musst ihn schlagen! Nur noch ein K.O. kann's bringen. Gib's ihm! Gib's ihm! Ist es gut, wenn einer von uns draußen bleiben kann. Ich suche mir eine Möglichkeit, hier zu leben. Wenn ich den Fluss sehen kann, verfolge ich alle Bewegungen der Dreibeiner. Ich beobachte, welche Materialien sie in die Stadt schaffen. Dinge, die sie brauchen. Ja, da gibt's viel zu lernen. Zur Ergänzung der Entdeckung, die du und Fritz drin machen. Ja. Ja, das ist gut. Und ihr wisst, wo ihr mich findet, wenn ihr rauskommt. Ich werde hier warten, bis der Schnee kommt. Wenn ihr bis dahin nicht draußen seid, werde ich in die Weißen Berge zurückgehen mit dem, was ich rausgefunden habe. Gut geboxt, Will. Vielleicht war es trotzdem das Richtige. Ja. Dies ist der große Moment. Wenn wir die Besten unserer jungen Kämpfer, die Gewinner der Spiele, darbringen, dem höheren Ziel eines lebenslangen Dienstes bei den Dreibeinern. Ich rufe auf den Gewinner der 100 Meter, Fritz Eger!
dabei nahm die Siegerin im 200 Meter Hürdenlauf der Frauen, Renata Lublin. Renata kommt aus dem östlichen Grenzland. Sie ist erst die zweite von dort, der die Ehre zuteil wird, unseren Herren zu dienen. Renata hat mit ihrem Lauf einen neuen Rekord aufgestellt, der nun zum Maßstab für unsere Spiele werden wird. Durch Willi Sachs aus Tirol. Die Entscheidung ist gefallen. Will und Fritz haben bei den Spielen in ihren Sparten gesiegt und werden nun zum Dienst bei den Dreibeinern in die goldene Stadt transportiert. Thank you.
Schau, das sind ja Menschen, super intelligente Menschen. Hast du mich verstanden? Ja, und alle anderen auch. Wenn Beanpole das doch alles sehen könnte. Du bist beeindruckt? Darf man's ansehen? Wir werden die ganze Stadt ansehen. Folge mir. Ich beglückwünsche euch zu eurer Auswahl für den Dienst in unserer Stadt. Ihr bemerkt, dass die Temperatur hier höher ist, als ihr es gewöhnt seid. Und dies ist die Kleidung, die ihr tragen müsst. Bitte zieht sie an. Unsere Meister atmen eine Form von Luft, die Gift für uns ist. Wir würden sofort sterben, wenn wir sie einatmen. So müssen wir also dies tragen, sobald wir in den Bereich der Meister eintreten. Ihr findet kleine Mulden, die den Schweiß auffangen, innerhalb des Helmes. Nun, das mag zuerst unbequem erscheinen, aber versucht auf keinen Fall die Helme abzunehmen, wenn ihr in der Atmosphäre der Meister seid. Ihr würdet sofort sterben. Wir haben Erholungsbereiche, wo wir menschliche Luft atmen können. In diesen Bereichen könnt ihr den Helm abnehmen und euch ausruhen. Dies ist eine Luftschleuse, in der die Atmosphäre gewechselt wird, bevor wir die Stadt der Meister betreten. Wenn der Austausch beginnt, wechselt auch das Licht. Ihr seht, es wird grün. Die Farbe des Bereichs der Meister. Folgt mir bitte. Zum Platz der Auswahl. Lob und Preis den Dreibeinern. Ruhig atmen. Stellt sich unter einen Lichtstrahl. Die Meister werden sogleich ihre Auswahl treffen. Hier, der Deppen ist in Schwierigkeiten. Nein, mir geht's gut. Still! Wir bedauern, dass er unfähig ist, den Meistern zu dienen.
Den Meistern zu dienen ist das größte Privileg auf Erden. Furcht vor ihrem Anderssein ist ein sehr schweres Vergehen. Ja, aber... Du da, du kommst mit mir. Komm mit mir. Komm zu mir. Komm zu mir, ihr Beine. Folge mir, Junge. Ihr zwei folgt mir. Du hast missfallen. Du meinst, ich bin nicht gewählt. Du hast deinen Meister geärgert. Ich war überrascht, ich... Dein Geist war nicht von Freude erfüllt. Doch, aber... Junge, du bist ein Merkwürdiger. In welcher Sportart hast du gewonnen? Im Boxen, Meister. Und du willst also dienen? Ja, oh ja, Meister. Es scheint, du bist mehr an den anderen interessiert, als daran gewählt zu werden. Ich war verwirrt durch Devin. Er war... Nicht alle können eben erfolgreich sein. Du kannst uns jetzt verlassen. Dann habt ihr also gewählt, Meister? Das habe ich. Ich hoffe, du wirst ein guter Diener. Komm. Zunächst prüfen. Ein gutes Exemplar. Danke, Meister. Und was ist mit der Kappe? War die Weihe erfolgreich? Oh ja, Meister, nur... Nur zu? Bevor ich geweiht wurde, war ich bekannt als ständiger Fragesteller. Den Topfgucker haben sie mich genannt. Weil ich wollte immer wissen, wieso und warum. Warum alles so ist, wie es ist. Genau diese Neugier hat mich aufmerksam gemacht, Junge. Wir werden daraus einen Vorteil ziehen. Nun, bevor du mich danach fragen wirst, sage ich dir meinen Namen. Ich bin Westliche Straße 4, Sektor 6, Ebene 8. Abgekürzt West 468. Das bin ich. Meine Identität. Oder wie ihr sagt, der Name. West 468. Und du, Junge? Will, Meister. Will was? Willi Sachs. Aber Will abgekürzt. Sehr geeignet. Seit mehr als 100 Jahren bin ich darauf aus, einen Sklaven mit eigenem Verstand zu finden. Woher kommst du? Aus Tirol, Meister. Einem kleinen Dorf namens Marienkirch. Aha, die österreichischen Alpen. Sehr schön. Aber genug der Fragen. Du bist müde und musst ausruhen. Das ist immer so mit neuen Sklaven. Ach, da ist George. George kommt aus Flandern. George, dies ist dein Nachfolger Willi Sachs aus Tirol. George wird dir dein Quartier sein und dich einführen in die Möglichkeiten, die Sklaven zur Verfügung stehen. Danke, George. Meister.
Du hast mir gut gedient. Ich wünsche dir eine glückliche Befreiung. Ich danke euch, Meister. Ruh dich gut aus, Junge. Und lass dich nicht von Fragen aufwärmen. Wir haben viel zu tun. Das legen wir mal weg. Dieser Bereich wird vorbereitet für eine neue herrliche Schöpfung der Meister. Unser Privileg ist, den Weg zu bereiten für ein großes Wunder. Lange leben die Meister! Heil den Dreibeinern! Heil! Ist das nicht wundervoll, hier zu sein? Wirklich bemerkenswert. Ach, du bist ein trockener deutscher Eisklotz, Fritz. Läuft denn dein Herz nicht über vor Stolz? Ich finde es manchmal ziemlich schwierig auszudrücken, was ich fühle. Kommt, schaut jetzt zu. Ihr habt eure Arbeit gesehen. Nun richtet danach euren Eifer im Dienst für die Meister. Beweist das durch euren Fleiß. Los! Benutzte Kleidung muss hier hineingelegt werden. Die Helme
werden nach Gebrauch hier abgelegt. Und solltest du ihn mal schnell benötigen, da ist dein Reserveaggregat in dem unteren Fach vollgeladen. Wer schläft denn da? Der Sklave vom Meister West 469 wurde auch aus den neuen Siegern ausgewählt. Und du gehst zurück in dein Land, nicht wahr? Land? Glückliche Befreiung. Ich denke, ein Häuschen am Strand irgendwo. Ja. Sind denn Frauen in der Stadt? Ja. Sie sind da für die Reinigung, fürs Kochen und für die Kranken. Wo leben sie? Frauen. Ich hatte eine Freundin. Sie kam letztes Jahr in die Stadt. Sie ist wirklich wunderschön, aber ich wüsste nicht, dass ich sie gesehen hätte. In der Stadt steht der Wunsch, dem Meistern zu dienen, einfach über allem. Du wirst merken, dein Interesse an Frauen verschwindet schnell. Wegen der Kappe? Wegen unserer Meister. Oh, natürlich, natürlich. Sag mal, wie lange hast du 468 gedient? Man hat ein anderes Zeitgefühl wie in der Welt da draußen. Ist der gut? Alle Meister sind gut. Ja, es war eine Auszeichnung, ihm zu dienen. Du kannst glücklich sein, mich zu ersetzen. Wird wachsen. Ich dachte, ihr wärt alle Champions. Gabriel kommt von der Kurzstrecke. Er braucht Zeit zum Anpassen. Ich werde ihn zurückbringen. Aber zur nächsten Schicht ist er wieder da. Verstanden? Komm, es ist Zeit für meine glückliche Befreiung. Du bist mein Begleiter. Nicht weiter, Will. Die Meister beschützen mich von hier an. Ich sehe keine Meister. Dies ist mein Lohn für 4 lange Jahre des Dienstes. Mag's für dich auch so freudvoll sein. 4 Jahre? Was hast du sonst noch getan in der Stadt? Du bist verwirrt über mein Alter und über mein Aussehen. Ich erinnere mich noch, wie lange uns das menschliche Leben zu sein schien. Aber hier rast die Zeit schneller mit der künstlichen Atmosphäre. Mein Alter ist ganz bemerkenswert. Letzte Woche feierte ich meinen 21. Geburtstag. Glückwunsch. Das gehört nun dir. Der Meister kann dich damit zu jeder Zeit rufen. Bewahre es gut. Um meinetwillen. Den Dreibeinern. Ehre den Meistern. Heil. 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 Will ist nun Diener des Meisters West 468 in der Goldenen Stadt geworden, während Fritz den Arbeitssklaven in einem Steinbruch zugeteilt wurde.
hin. Ich dachte, du würdest dich gerne zu Hause fühlen. Ich bin überrascht, Meister. Freue dich, wie ich hoffe. Natürlich, aber sind wir nicht noch in der goldenen Stadt? Fragen. Ich dachte für einen Moment, dass ihr mich heimsenden wolltet, dass ich unwürdig wäre, euch zu dienen. Wir sind noch immer in der Stadt und du bist noch in meinem Dienst. Ich fand die Tiroler Szene in unserer Bibliothek. Aber ist so realistisch. Haben sich die Kühe nicht bewegt? Du musst noch viel lernen, Will. Und die Zeit ist kurz, in der du lernen kannst. Und jetzt, wasch dich und iss. Wir dürfen die kurze Zeit, die wir haben, nicht verleugnen. Wie fühlst du dich heute? Ah, merci, mon ami. Ohne deine Hilfe hätte ich den ersten Tag nicht überstanden. Voll wieder da? Die Sache ist, im Schritt mit sich zu bleiben. Ich war so fertig, dass ich vergessen habe, die Meister zu loben. Vielleicht erlauben es dir die Wächter. Oh, das werden sie sicher tun. Los, beweg dich! Unsere Energie-Elite? Oh, tut mir leid. Komm her, du! Hallo. Ich bin Katrin. Mein Zimmermädchen? Ich will aufräumen. Ich bin Will. Gefällt dir das Frühstück? Ja. Ist vorzüglich. Du bist das erste Mädchen, das ich sehe in der Stadt. Als sie uns bei den Spielen trennten, habe ich mich schon gewundert. Wir sind eine ganze Menge hier, aber wir sind nur zweiter Klasse Sklaven. Oh, wie kommt das? Ihr seid privilegiert. Ihr wurdet ausgewählt und dient den Meistern ganz in der Nähe. Hier sehen sie nur schimmern aus weiter Distanz. Ich wollte, ich wäre ein Mann. Das wäre aber schade. Jetzt tust du das, was du mir rietest, nicht zu tun. Ich hab die Wächter verärgert. Damit wirst du dich umbringen. So beweist es meine Liebe zu den Meistern. Hast du nicht gesagt, keiner von uns nütze ihnen als Toter? Bitte, halt mich nicht auf. Seit wann bist du denn hier? Seit dem Sommer. Es war gleich bei meiner Weihe. Ich kann's noch gar nicht recht fassen. Ja, naja, natürlich. Du scheinst nicht so begeistert darüber. Oh, doch. Es ist wundervoll. Sag mal, kanntest du den Mann, der vor mir hier war? Den George? Ja, der hatte nun endlich seine glückliche Befreiung. Ja, ich war dabei. Was für ein wundervoller Diener das war. 4 Jahre. Ich hoffe, ich werde auch so gut dienen. Das wirst du. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich meine, ist es schon vorgekommen, dass ich... Ein Sklave erweist sich als unwürdig? Das hieße ja, die Meister hätten falsch ausgewählt. Das ist unmöglich. Da sei unbesorgt, du bist in Ordnung. Geh schnell, dein Meister ruft dich. Dieses Mädchen aus einem Nachbardorf von mir war die Königin des Sommerturniers und wurde den Dreibeinern letztes Jahr gegeben. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber vielleicht ist sie in der Halle der Schönheit. Du musst gehen. Lang leben die Meister. Ein gut reguliertes Leben in Ergebenheit ist das, was wir fordern.
Und steh auf und mach das ein bisschen locker! Wer hat versucht, sich unter die Energiearbeiter zu mischen? Benimmt sich wie ein Bekloppter, solange ich ihn sehe. Ich habe ihn beobachtet. Er ist unzuverlässig. Er hat mein Leben gerettet. Ich weine gleich. Ich sage weg mit ihm. Ja. Nimm die Arme. Ihr habt ein sehr unvollkommenes, primitives Sternsystem. Euer Planet Erde dreht sich auf seiner Achse nur einmal in 24 Stunden, sodass für etwa ein Drittel bei seinem Zyklus jeder Punkt seiner Oberfläche in Dunkelheit ist. Um zu leben, braucht der Planet seine Energie von der Sonne. Deshalb müsst ihr zum Beispiel schlafen. Und die Meister nicht? Wir wurden in einem anderen Planetensystem geboren. Unsere Welt, unser Planet Trion, befindet sich genau zwischen drei Sonnen. Da habt ihr nie Dunkelheit? Eine sich ständig erneuernde Lebensenergie. Auf der Erde hängt ihr von der Solarenergie für eure Nahrung ab, die ihr kocht und esst dreimal am Tag. Das heißt, dann braucht ihr auch keine Nahrung? Mhm. Aber woher kriegt ihr eure Energie? Durch ständige Übertragung von unseren drei Sonnen. Und aus dem Wasser. Trion ist eine Wasserwelt. Wurde deshalb die Stadt über einem Fluss erbaut? Das war die Voraussetzung. Ihr sagt, ihr wart hier seit über 100 Jahren. Wie lange dauert dann euer Leben? Verglichen mit der kurzen Schmetterlingslebensdauer von euch armen Menschen, leben wir, kennst du den Begriff Ewigkeit? Unsterblich? Relativ gesagt. Kennst du dies? Das ist eine Margarite. Bellis Perennis. Die Blume, die sich am Morgen öffnet. Das Auge des Tages. Ganz und gar ein Geschöpf der Tagwelt. Was weißt du über sie, Wirm? Naja, sie wächst wild, eigentlich überall, Meister. Sogar an Stellen, wo die Leute sie gar nicht mögen. Was ist ihr Zweck? Zweck? Sie schön ist. Das nennst du schön. Selbst wenn sie so undiszipliniert ist, dort zu wachsen, wo sie nicht gewünscht wird.
Also, das wäre doch eine Frage des Standpunktes, nicht wahr? Was ist dein Standpunkt? Ich denke, sie ist eine der hübschesten Blumen, die es gibt. Gerade weil sie so einfach ist. Wer hat sie entworfen? Niemand hat sie entworfen. Sie ist einfach so gewachsen. Du beantwortest meine Fragen nicht so gut wie ich deine. Nein, Meister. Das ist nicht überraschend. Das System, durch das du dein Wissen erhieltest, ist so schrecklich primitiv. Und eure Leben sind so erstaunlich kurz. Ich wundere mich, dass du überhaupt etwas weißt. Ich stelle nur Fragen, Meister. In der Tat, das tust du. Aber für meine Absichten brauche ich ein präziseres Wissen. Ich beauftrage dich, mir eine Margarite zu bringen. Von außerhalb der Stadt? In Ordnung. In Ordnung. Hey! Ich? Warst du nicht? Ja, ich kam vor 10 Minuten etwa von der Schicht. Und als ich aus der Dusche stieg, merkte ich, dass ich meine Unterlagen vergessen hatte. Ja, in Ordnung. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Einer der neuen Lehrlinge? Ja, ich meine, dass ich möchte es gerne. Wurdest du nicht ausgewählt? Ich möchte gern den Meistern dienen, mit all meinen Fähigkeiten. Ich weiß, ich könnte das noch besser hier drin als in der Sklaven. Oh, da gibt es viele, die das wollen, mein Junge. Sie denken alle, wir hätten ein leichtes Leben hier drin. Ich will ja auch kein Privileg, wonach ich aus bin, außer den Meistern zu dienen. Vielleicht könnte man eine Probe mit ihm machen. Die Qualität unseres Nachwuchses ist niedriger denn je. Wir brauchen hier neues Blut. Ich möchte nicht gerne die Garden verunsichern durch eine Durchbrechung der Ordnung. Er möchte den Meister nur auf einer höheren Stufe dienen. Wer könnte etwas dagegen haben? Meiner ist so eine Art Anthropologe. Er macht eine detaillierte Studie der Erde. Meiner ist ein Träumer, glaube ich. Er macht den ganzen Tag nichts als in seinem Dampfbad hocken. Und er verlangt kübelweise Wasser. Und Gasblasen. Oh, meine hat sowas noch nicht gewollt. Was bringen die? Verstehen, Erweiterung ihrer Kraft der Aufnahmefähigkeit. Und das Wasser, sie trinken ja Unmengen. Mein Meister sagt, sie kommen aus einer Wasserwelt. Und wenn er seine Fühler ausstreckt, dann sieht er richtig aus wie ein Tintenfisch. Will! Was? Sag niemals dieses Wort. Das ist Blasphemie. Wir sprechen über Wesen, die all dies hier geschaffen haben. Über Geschöpfe, die das Universum beherrschen. Und du bezeichnest sie als Tintenfisch. Das will ich nicht gehört haben. Ich glaube, mein Meister würde sich amüsieren. Versuch's nicht, Will. Eine Beleidigung wie das und wir könnten alle bestraft werden. Was glaubst du, ist das da? Mein Vorgänger sagte, es hieße die Schmelze des Feuers. Dies hier wurde von den Vorfahren erfunden, dient der Produktion von Kraft, Elektrizität genannt. Es ist ein Fusionsreaktor. Und der war einmal in der Lage, das nördliche Europa mit Elektrizität zu beliefern. Die Meister haben ihn übernommen. Sie haben ihre Stadt darum herum gebaut. Und der Reaktor versorgt sie nun mit der Kraft, die sie benötigen. Und ihr Job ist, es für sie in Gang zu halten. Mhm. Welch eine herrliche Aufgabe. Solch einen wichtigen Dienst für die Meister zu vollbringen. Entschuldige bitte! Komm doch runter! Thank you.
ist ja wundervoll hier. Ist dies dein erster Besuch hier? Ja, ich bin ein neuer Sklave. Ich wurde ausgewählt von Meister 468 anstelle von George. Ah, der George. Er ist sehr oft hergekommen. Schau zu den Tulpen. Mein Name ist Jean. Ich bin Will. Dann herzlich willkommen. Was wünscht denn dein Meister diesmal? Er will eine Margarite. Margarite? Er will eine ganze Pflanze, habe ich recht? Er geht den Dingen immer gern auf den Grund. Entschuldige mich kurz, ich hole ein Gefäß. Danke. Ging ja schnell. Mach's gut. Du kommst mit. So besteht eine Chance, dass ich genommen werde? Der Energiemeister wird es wohl sicher erwägen. Und wenn ich dir ein wenig Grundwissen vermittle, bevor er dich interviewt, dann denke ich, wäre das sicher hilfreich. Ich wäre sehr dankbar dafür. In Ordnung. Sehen wir, was wir tun können. Sie haben ein Problem, Captain. Ihr habt einen falschen Vogel hier drin. Stahl eine Uniform, kam rein unter falschen Voraussetzungen. Nichts dagegen, wenn wir ihn entlarven? Nur zu, Captain. Identifiziere den Schwindler. In Ordnung. Sprich, Captain. Meister, der Angeklagte ist ein neuer Sklave. Ausgesucht für die Schachtgruppe. Dies ist das zweite Mal, dass er die Ordnung durchbrach. Der Junge muss natürlich bestraft werden. Aber ich werde mit dem Sklavenmeister sprechen über eine mögliche Versetzung. Ganz nebenbei, wenn ich mit dir fertig bin. Das Einzige, was sich versetzen lässt, wird Speckschwarte sein. Gruppe! Marsch! Meister? Ich muss zugeben, sie hat eine verführerische Einfachheit. Aber wie bei so vielen irdischen Arten, auch hier ist Anschauen besser als eine Beschreibung zu bekommen. Ah, du scheinst müde. Hast du dich umgesehen? Die Stadt ist fantastisch, aufregend. Es ist ein Mittelding von Erde und von Trion. Du wärst noch viel begeisterter von Trion selbst. Ich würde gern kennenlernen. Warten wir mal ab, vielleicht siehst du's. Nun, richte das Muster her für meine Betrachtung und ruh dich dann ein bisschen aus. Ich spüre den Beginn einer fruchtbaren Beziehung. Danke, Meister. Der Sklavenmeister hatte recht, dich in den Steinbruch zu schicken. Ich wünsche nur, den Meistern zu dienen. Die Energieelite ist überprivilegiert und unterbeschäftigt. Wenn das neue Energiezentrum der Meister fertig ist, werden wir den Haufen auflösen. Ist das denn schon bald? Frag mich so blöde, du! Deine allererste Gehorsamspflicht gehört dem Sklavenmeister, der dich aussucht. Ich verstehe das erst jetzt ganz. Zwischen dir und mir gibt's eine Ähnlichkeit. Wenn du aufsteigen willst,
Werde ein Gardist. Danke sehr. Falls du die Bestrafung überlebst. Hallo. Du scheinst geschafft. Der hat mich vielleicht in der Stadt rumgejagt. Was ist das für ein unglaublicher Ort? Hey, dein Freund Fritz Eger, das der 100 Meter Sieger. Das ist mein Freund. Du kennst ihn aber. Na und? Ich habe auf dem Rückweg im Erholungszentrum reingeschaut. Es heißt, die Garden haben ihn fast zu Tode geprügelt. Ich hab gedacht, er ist nicht dein Freund. Herein. Hallo. Was passiert mit Leuten, die vom Bestrafungsraum? Fritz Eger. Wenn Sie überleben, werden Sie zur Behandlung hier gebracht. Wenn nicht... Ist er hier? Er beleidigte den Sklavenmeister. Während Will von seinem Meister 468 über die Struktur der Dreibeiner unterrichtet wird, geht Fritz auf Entdeckungsreisen in der Goldenen Stadt. Ich bin hierher geschickt worden, um eine Margarite zu holen. Margarite? Mein Meister studiert das Leben der Pflanzen. Da könntest du beinahe vergessen, weshalb du wirklich hier bist. Wenigstens du vergisst das keinen Augenblick. Was du entdeckt hast. Unter der Stadt ist eine gewaltige Maschine, die erzeugt Elektrizität. Es ist unglaublich. Da ist das Kraftzentrum der ganzen Stadt. Es liefert den Meistern die Energie, die sie brauchen. Und bedient durch Sklaven. Eine Elite. Mit Spezialuniformen und Spezialprivilegien. Und Spezialausbildung? Sie übersteigt sogar Beanpoles Wissen von der elektrischen Kraft. Aber die sind Geweihte. Und am erstaunlichsten ist, dass es ursprünglich nicht durch die Meister gebaut wurde, sondern durch unsere Vorfahren. Für den Kranken. Oh, ist die Sonne warm genug für dich? Ich könnte sie höher stellen, wenn du willst. Das hattest du schon vergessen. Wir sind viel wirksamer in der Klimaregulierung als die chaotische alte Natur draußen. Hm. Danke nochmals. Gern geschehen. Also weiter. Weiter unterirdisch. Unter der Energiemaschine ist eine riesige Höhle. Ausgeschachtet von den Sklavenarbeitern. Sie ist vorgesehen für irgendwelche anderen Maschinerien, die die Meister selbst erfunden haben. Wozu könnten die denn dienen? Ich habe lediglich die Baustelle gesehen. Aber irgendwo in der Stadt können ja andere Arbeiten laufen. Was sollten wir als nächstes tun? Ich habe eine Chance, dass man mich versetzt. Von der Sklavengruppe in den Kontrollraum, zu dieser Elite. Das glaubst du doch selber nicht. Es gibt da einen Mann, der scheint Einfluss zu haben. Zeigt großes Interesse an mir. Schwester. Oh, hallo. Was macht das Befinden? Sie sehen ein wenig abgespannt aus. Nein, mir geht's gut, danke. Ich wollte nur... Es gibt nun keine Pillen mehr? Bis Sie versprechen, sich an diese Diät zu halten. Das ist es ja nicht. Sie nehmen das etwas zu leicht. Zu viel zu essen und zu wenig Bewegung. Die Energieelite. Nein, Schwester. Ich suche einen jungen Sklaven.
Ich glaube, er wurde hergebracht nach seiner Bestrafung durch die Garden. Oh, ich weiß. Doch nicht etwa? Nein, hätte aber leicht sein können. Was hat er denn getan, dass Sie ihn so zugerichtet haben? Die Arbeit im Steinbruch passte ihm nicht länger. Ach. Könnte ich ihn sehen, bitte? Er ist nicht hier. Nur ein kleiner Krankenspaziergang, sagte er. Ich wäre nicht überrascht, wenn er irgendwo zusammenbricht. Sie hätten den Zustand sehen sollen. Hat er gesagt, wohin er gehen wollte? Er ging mit einem Freund weg, einem von den neuen Meistersklaven. Ich sagte ihm nicht mehr als eine halbe Stunde, aber... Bitte, richten Sie ihm aus, dass ich hier war. Für Sie selbst gibt es nichts Besseres, als ein bisschen in der Stadt rumzulaufen, Pierre. Das nimmt Ihnen das Fett vom Herzen. Wo warst du denn? Ich war aus. Wie kannst du deinem Meister dienen, wenn du dich nicht ausruhst? Das ist mein Problem. Nicht, wenn du dich unbeliebt machst. Ach, halt die Klappe, ja? Da bist du nun müde und verunsichert und bald ist Zeit für den Dienst. Hör zu, Boll. Du lebst dein Leben und ich lebe meins, ha? Vergiss nicht, Will. Unsere Leben gehören gar nicht uns selbst. Wir sind der Besitz unserer Meister, ja? Wo bist du gewesen? Ich dachte, frische Luft und Bewegung. Ach, du Narr! Eine halbe Stunde ist das Höchste, habe ich gesagt. Und nun sieh dich mal an. Ich weiß nicht, welche Art von Ansehen du dir selbst vielleicht vormachen willst. Aber wenn du versuchst, mich zu beeindrucken, dann hast du den komischen Weg dafür ausgesucht. Außerdem, du hast einen anderen Besucher verpasst, während du nicht da warst. Eins von den hohen Tieren von der Energie-Elite. Doch nicht Pierre! Unter deine Zunge und den Mund zu. Der ist auch ein Verrückter. Erpicht drauf, sich kaputt zu machen, verbringt zu viel Zeit im rosa Papagei. Das habt ihr beide gemeinsam. Den Hang zu eurer Selbstzerstörung. Ha, normal. Das ist mehr, als du verdienst, junger Mann. Hey, komm zurück! Fritz! Danke. Boy, zwei Gläser zum Juice, bitte. Sehr wohl. Wir kriegen sowas nicht. Ein Privileg des Dienstes in der Energie-Elite, den du so verzweifelt anzustreben suchst. Es sei denn natürlich, der Geschmack der Bestrafung durch den Garten hat deinen Sinn geändert. Oh, nein, nein, schließlich. Ich will tun, was immer die Meister wollen. Hat der Captain vielleicht versucht, dich für die Garden zu gewinnen? Ja. Das überrascht mich nicht. Er hat gesehen, dass du einen eigenen Kopf hast, nicht wahr? Ich frage mich, ob er genau wie ich vermutet, es gäbe da einen Defekt bei deiner Weihe. Wie meinen Sie das? Auch wenn du sagst, du dientest den Meistern, dein Handeln zeigt doch, was du wirklich willst. Es dir besser gehen zu lassen. Also, das ist einfach nicht wahr! Setz dich hin. Wenn du es auch nicht glaubst, du bist nicht der Einzige hier, dem es nicht passt.
Danke. Ich vermisse den Wein mehr als alles andere. Es ist nicht ein Tropfen Alkohol in der ganzen Stadt zu finden. Auf Julius. So, du hast also die Stadt erkundet. Welche neuen Wunder sind dir begegnet? Ich bin wieder in den Garten gegangen, Meister. Mein Bekannter war krank und ich dachte, frische Luft und Sonnenlicht wäre gut für ihn. Was war denn mit ihm los? Er hatte die Garden erzürnt. Er mag ein Athlet sein, aber er ist auch sehr klug. Und er meint, er könnte mit seinem Verstand bessere Arbeit leisten als bei den Sklaven. Sein Geist hat ein Unabhängigkeitsbedürfnis so ähnlich wie dein eigener. Bist du diesem Jungen zugetan? Wir trafen uns auf dem Weg zu den Spielen und blieben dann zusammen. Ist er das, was ihr bezeichnet, als einen Freund? Ja. Interessant. Wir haben solche Beziehungen nicht mehr. Ich beneide dich um die Gefühle für ihn. Möchtest du nicht mein Freund sein? Ich war Student an der Universität von Göttingen. Nie davon gehört? Nun, es war eine der Wiegen der Nuklearphysik im 20. Jahrhundert. Und die Meister benutzen sie jetzt als Ausbildungsstätte für die Energieelite. Eine Art von intellektuellem Äquivalent für die Spiele, wo die besten Köpfe für die Stadt ausgesucht werden. Ich wurde von Julius dorthin gesandt in der Hoffnung, ich würde mich qualifizieren. Du weißt immer noch nicht, wovon ich spreche? Ach, komm doch, Fritz. Ich bin nun schon seit über 5 Jahren hier, weißt du? Sieh mich an. Mit mir ist es bald vorbei. Ich habe ein krankes Herz. Und ich habe keine Zeit, um dir was vorzuspielen. Du bist der erste Athlet ohne Kappe, der es geschafft hat. Wieso können Sie sagen, ich wäre ungeweiht? Die Art deines Verhaltens. Ein besseres Stück als meines. Aber beide zeigen die Spuren von Dr. Herschels Arbeit oben in den Weißen Bergen. Ich zweifle nicht an deiner Loyalität, Will. Oder an deinem Wunsch, mir und meinen Kollegen zu dienen. Und ich habe keinen Zweifel, dass das tiefe Bedürfnis, geweiht zu werden, schon lange in dir vorhanden war. Wenngleich dein Verhalten manchmal dem eines Vaganten gleicht. Aber du gehörst zu einer Sorte Sklaven, die mein höchstes Interesse erregt, weil der Prozess der Weihe deine Individualität nicht zerstört hat. Das ist ein gutes Zeichen für unsere künftige Beziehung. Ich bin zutiefst geehrt, Meister. Du denkst, ich bin hier im Auftrag der Meister, nicht wahr? Um dich zu fangen. Du denkst, sie wüssten bereits etwas über Julius und die freien Menschen. Ich weiß nicht, worüber sie da reden. Ich gehe und rufe die Garden. Fritz! Nein, lass ihn. Alles in Ordnung. Es ist sehr vernünftig von dir, die Garden zu rufen. Du bist gut trainiert. Aber es bleibt uns nicht viel Zeit. Ich habe nicht gescherzt, als ich sagte, ich hätte ein krankes Herz. Jetzt setz dich bitte hin. Danke. Jedes Mal habe ich gehofft, wenn neue Sklaven kamen. Aber ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Deshalb findest du mich jetzt so. Wir hatten auch keine Hoffnung mehr. Julius erzählte uns von dir. Aber nur wie eine Legende. Ich kann einfach nicht glauben, wie ich jetzt schon aussehe. Und ich bin doch erst 20 Jahre alt. Dieser Ort fordert schrecklichen Zoll von dir, Fritz. Wir haben keinen Moment zu verlieren. Ihr erwähntet eine zukünftige Verbindung zwischen Erdmenschen und Trionmeister.
Ich würde furchtbar gern wissen, wie diese Zukunft aussieht. Zuerst musst du die Gegenwart verstehen. Und das bedeutet ebenso nötig ist das Verstehen der Vergangenheit. Das Leben auf der Erde begann vor etwa 4 Milliarden Jahren. Die ersten Schritte waren langsam, aber dann begannen sich verschiedene Arten herauszubilden. Und erst vor einigen Millionen Jahren entwickelte sich euer erster menschlicher Vorfahre. Dies waren die Vorfahren? Vor etwa 10.000 Jahren. Die sehen ja mehr wie Affen aus. Ach, so war das eben. Aber so sehr das Universum auch überfloss von Leben und Intelligenz, so waren auch biologische Formen der unseren ähnlich bedauernswerterweise selten. Wenngleich mir klar ist, dass es zwischen euch und uns gewaltige Unterschiede gibt, so ist die menschliche Spezies doch die uns ähnlichste, die wir im Weltraum gefunden haben. Ich habe so viele Informationen, die du Julius bringen musst. Ich weiß nicht, wie du dir das alles merken wirst. Ich bin nicht allein. Ich habe einen Kollegen. Der ist Diener von Meister 468. Gut. Gut. Einer der Denker. Nicht wie euer dümmlicher Sklavenmeister. Er lernt eine Menge über ihre Geschichte und ihre Pläne für unsere Zukunft. Unvorstellbar. Und etwas, an das ich nie in der Lage war, dranzukommen. Wir haben außerdem einen anderen Freund draußen vor der Stadt. Hast du irgendeine Vorstellung, wie wir da wieder rauskommen? Ja. Komm nur. Ich habe dir noch sehr viel zu zeigen. Geh nur voran. Fritz! Das ist wundervoll. Du hast mir neuen Lebensmut gegeben. Schon gebaut? Noch viel mehr. Komm! Gegen Ende des 20. Jahrhunderts standen deine Vorfahren vor zwei Faktoren, die der allgemeinen Entwicklung ein Ende setzten. Die winzige Größe des menschlichen Gehirns und die unglaubliche Kürze der menschlichen Lebensdauer. Eine frühe kybernetische Lebensform wurde geschaffen. Und mit ihr die Möglichkeit einer menschlichen interstellaren Zivilisation, so groß und glänzend vielleicht wie die unsere. Aber wo ist das jetzt alles? Ich habe die Ruinen von Städten der Vorfahren gesehen, auf meinem Weg zu den Spielen. Aber das, wo ist das alles geblieben? Was ist passiert? Dies. Jedes dieser Dinger wiegt über 100 Tonnen. Sie sind nötig, um das Wasser zu verteilen, das durch diese Röhren mit Millionen von Litern in der Minute fließt. Und wohin geht das Wasser von hier aus? In den Reaktorkessel selbst, wo es gewaltig erhitzt wird. Und von dort fließt es in einen unterirdischen Kanal, um dann in den Fluss draußen zurückzukehren. Gut, schau mir das gleich mal an. Nicht jetzt, Fritz. Ich bin genug gelaufen für einen Tag. Von hier aus nehmen wir den Lift. Und ich zeig dir noch einiges anderes. Siehst also, warum wir nicht zulassen konnten, dass eure Spezies weiter muss. Friede des Weltalls war in Gefahr. Ihr macht mich beschämt über meine eigenen Leute. Deshalb entwickelten wir die Dreibeiner, um uns in die vergiftete Atmosphäre der Erde tragen zu lassen. So haben wir eure kranken Gehirne durch die Einpflanzung einer Kappe neutralisiert.
Oh, na also, geht es dir wieder besser? Du brauchst dich nicht nur zu schämen, dass du ein Mensch bist, Bill. Da gibt es auch eine Menge, was bewundernswert ist. Es ist meine Aufgabe, zu sammeln, zu analysieren und Aspekte der Menschenwelt zu bewerten, die für eine höhere Gesellschaft des Universums vielleicht interessant sein können. Mich hat deine Aufmerksamkeit für die Margarite beeindruckt. Das verschaffte mir einen neuen Gesichtspunkt und ich habe angeordnet, sie aufzubewahren als ein Ergebnis deiner Anregung. In der Halle der Schönheit? Du hast davon gehört? Von dem Mädchen, das mein Zimmer säubert. Was ist das, Meister? Ach, eine neue Frage. Du fühlst dich also schon wieder gut? Wir präparieren für den Versand nach Trium die bemerkenswertesten Entwicklungen und Organismen der menschlichen Erde. Vielleicht würdest du gerne einen Blick auf einen Teil der Sammlung werfen, die wir gemacht haben. Es wäre mir eine Ehre, Meister. Das ist die Art, auf die ich am liebsten reise. Nun da hinüber. Da können wir alles gut sehen. Das dort nennen wir die Schmelze des Feuers. Sie ist genau über der Spitze des Nuklearreaktors errichtet. Welchen Zweck hat sie? Ich bin nicht ganz sicher. Weil der Zutritt für alle menschlichen Wesen absolut verboten ist. Da wird Will sein Meister einiges fragen müssen. Logischerweise muss es eine Art Datenbasis sein. Eine fantastische Zentralsammlung von Wissen. Aber wenn du es so anschaust, fällt es dir da nicht schwer, gewisse Gedanken zu unterdrücken? Dass man es zerstören könnte? Was immer es ist, es muss ungeheuer wichtig sein. Wir werden da ganz schön was zu knacken haben. Aber was mich bedenklich macht, wenn das da unten eine Art Supergehirn ist, eine Art Übercomputer, dann ist es doch bestimmt millionenmal intelligenter als alle Gehirne von uns freien Menschen zusammen. Es ist mir gleich, wie groß ihre Leistungen sind. Diese Stadt funktioniert durch Sklaven. Unsere ganze Welt ist versklavt durch die Kappe der Dreibeiner. In Ordnung. Ich weiß. Ich habe noch nicht ganz vergessen, warum ich hier bin. Es ist nur... Im Vergleich mit all dem hier beginnen unsere Absichten ein bisschen roh zu erscheinen. Wie auch immer, wenn wir zu mir zurückkommen, erzähle ich dir alles, was ich geplant habe. Wie wir zuerst entkommen und dann einen erfolgreichen Angriff auf die Stadt machen können. Ich komme zu spät zur Schicht! Hey, geht's dir nicht gut? Dies ist einer meiner Lieblingsräume. Irgendwie steigert die Kürze ihrer Leben noch die Schönheit ihrer Erscheinung. Manchmal frage ich mich, ob Kürze und Schönheit nicht sogar Hand in Hand gehen und dass die Strafe für zu langes Leben Hässlichkeit ist. Findest du, dass ich hässlich bin, Will? Nein, ich denke, dass ihr fremdartig für mich seid. Die Kappe soll zwar dazu verhelfen, mich zu verbergen, Will, aber ich befürchte, ich glaube dir nicht. Genug. Wie wundervoll wird es sein, wenn wir erst fähig sind, die hier mit einer längeren Lebensdauer zu versehen, ohne dass sie ihre Schönheit verlieren. Sind sie tot? Schnell, hilf mir, ihn ins Hospital zu bringen. Ist das nicht ein bewegender Gedanke, dass in wenigen hundert Jahren diese wundervollen Frauen in eine neue Welt schreiten werden, die wir für sie auf Trium errichten? Elise. Ein herrlicher Gedanke, nicht wahr? Dass sie so lange leben wird zur Freude ihrer Meister. Ja, Meister. Es ist ein herrlicher Gedanke. Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie dich so gebracht hätten. Ich fühle mich sehr gut. Nicht für lange, wenn du so weitermachst. Wird er durchkommen? Vielleicht. Aber vergiss nicht, Fritz, was ich sage. Du
Dieser Ort ist gefährlich für uns Menschen. Schau an, was ihm passiert ist, und er hatte es leicht. Ich muss dir noch was sagen. Ruhig. Da ist nur ein Weg hinaus. Welcher ist das, Pierre? Welcher? Pierre?